Hallo, meine lieben Leute, habt ihr jetzt gedacht, da kommt ein Aigude? Wir haben den 11.11. La 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 la. Köln steigt ab, steigt ab. Köln steigt ab. So geht das doch, oder? Ah nee, Köln laugh. Entschuldigung. Nein, liebe Kölner, kommt gerne wieder hoch. Ja, ich habe euch lieber oben als andere Vereine. Ihr könnt doch gegen Hoffenheim tauschen, ja? Tauscht gegen Hoffenheim, gerne nach oben. Von mir aus kann auch Hertha nach oben kommen für Hoffenheim. Ja, Hauptsache Hoffenheim geht runter und wir haben ein gutes Team, was auch die Bundesliga in den Fußball gut vertritt, wieder da oben. Liebe geht raus und hey komm, ihr schießt die ganze Zeit gegen uns, also darf ich auch mal gegen euch schießen. Fakt ist, ich bin kein Faschingstyp. Also an der Mainzer. Nein, auch da an Düsseldorf. Nee. Und ich verabschiede mich nachher mit Schüsseldorf. Ich vergesse es eh, weiß ich jetzt schon. So, haben wir alle Karnevalsstädte drinne, alle drei wichtigen. Für mich die drei wichtigen Karnevalsstädte: Mainz, Köln, Düsseldorf. Ich bin scheißegal, wenn jemand anders kommt, das sind für mich die drei wichtigsten. Punkt. In Deutschland, bemerkt. So. Fasching und Karneval. Ja, hier und da wird es Fasching genannt. Karneval. Fakt ist, 40 Minute Mamouche schon mit der dicken Chance. Lange Eck, guter Abschluss, nicht drinne. Ja, auch ein Mamouche darf man Dinge verschießen. Dann muss man aber sagen, dass auch Milo gut verlängert hat auf Demirovic, der dann eine dicke Chance hatte. Trapp, aber mit der ersten guten Parade. Dann kam schon die erste Ding, wo ich sagen muss, das ist zwingend gelb in meine Augen. Also Trapp geht zu Boden, weil Milo, ja klar, er rennt ihn an, ist ja in Ordnung, aber trifft ihn am Knie und ich glaube, er tritt auf ihn drauf. Ja, der Franzose ist ausgerutscht, trotzdem, egal ob du ausgerutscht bist oder nicht, das ist eine gelbe Karte in meinen Augen, Punkt. In meinen Augen, vielleicht täusche ich mich, aber wenn ein Frankfurter so reingeht, sage ich auch, da musst du gelb geben. Und ihr wisst, dass ich das so Ding. Und dann kurz danach, nächstes Ding. 15. Minute, Ekitike ist durch, entwischt Wangoman und der tritt von hinten in die Beine, hält nach oben noch. Klar, er fällt aufs Bein, passiert, blöd gelaufen. Aber auch für mich, das ist auch zwingend eine gelbe Karte, weil es ein taktisches Foul ist. Ekitike hätte auf der linken Seite wahrscheinlich fast bis zum Strafraum laufen können, in der Nähe des Strafraums. Also das muss auch zwingend eine gelbe Karte sein. Und dann wurde halt Stuttgart trotzdem immer stärker. Und dann muss man sagen, das war ganz schön knapp. Führig, ja, hat irgendwie am Strafraum zu viel Zeit. Ich weiß auch gar nicht, warum da kaum einer hingegangen ist. Und ja, der Kopfball auf die Latte drauf. Das heißt, wenn der sich doch unter die Latte senkt, dann einfach fetten Respekt damit. Richtiges Traumtor, was den Kopf betrifft. Kurze Nachfrage für Stucki. Da habe ich erst gedacht, der eine kam zuvor aus dem Abseits, weil es so eine Rückwärtsbewegung, glaube ich, war. War aber dann nicht so. Dementsprechend hatte das alles Bestand und Demirovic, der war auch schlecht geschossen, muss man mal sagen. Leicht zu halten sogar. Und das ist die Höchststrafe, wenn der Torwart den Ball festhält. Und er hat ihn festgehalten und Trapp einfach gut. Hat auch lächeln können. Keine Freude, hat eher mehr gelacht, das ist auch nochmal gut. Also nicht ausgelacht, sondern vor Freude gelächelt. Wisst ihr noch die Parade gegen Mailand 2019 im März? Da war es ja eine Gefühlsexplosion.
dann, und das ist auch wieder so ein Ding gewesen, Mamou spitzelt wirklich Karasor den Ball mit der Fußspitze weg. Karasor fällt, aber ich sage nicht letztlich fallen, weil er ist schon getroffen worden danach von hinten, aber für mich faires Tackling. Und Tuta kann das nachvollziehen, regt sich so auf, aber nicht Richtung, Schiedsrichter. Hätte eine abfällige Richtung Schiedsrichter gemacht, hätte ich die gelbe Kante verstanden, aber er geht so. Also so gleich krummelig wie ein kleines protziges Kind. Es war, er hat das Foul nicht gegen sich bekommen, sondern halt Mamouche, aber trotzdem ist das für mich, wenn er sich deutlich beschwert gegenüber den Schiedsrichter, in Richtung Schiedsrichter, kann ich verstehen, aber ansonsten, ja, kann man, ja, ich kann es vielleicht nachvollziehen, mehr nachvollziehen hätte ich hier, aber wenn ich bedenke, was dann auch, dann musst du es auch wieder durchziehen, und wenn danach, irgendwann in der zweiten Halbzeit, Stuttgart das eh nicht machen und es gibt keine gelbe Karte, dann kann ich das wieder nicht nachvollziehen. Wenn du das so pfeifst, da und die gelbe Karte gibst, dann gib das bitte auf der anderen Seite genauso. Auf jeden Fall war Stuttgart dann wieder gefährlicher. Ja, haben sogar ein Tor gemacht, aber Fahne nach oben. Zum Glück war es abseits. Und dann kam er ja Ekitike und kurft halt dann Karasor und wirft an der Strafraumkante umgeschubst. Ja, ich glaube, das war so leicht. Ja, zu wenig für den Elfmeter. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, das erste Bild, das ich gesehen habe, war so. Aber muss dann ganz ehrlich sagen, nein, war dann doch nicht. Und kurz danach folgte noch eine Szene von Mamouche auf der anderen Seite des Strafraums. Und ja, ist irgendwie auch am Bein getroffen worden, gab dann aber dann kein Elfmeter, war wahrscheinlich dann zu wenig. Ich glaube, wenn er ihm pfeift, kann man sich nicht beschweren, weiß ich nicht, aber die haben, ich habe doch keine Wiederholung mehr gesehen gehabt. Es ist so, ja, ein Kran-Elfmeter, aber ich glaube, ich habe mich beschwert, wenn ich ihn gegen uns bekommen hätte. Dann Milo mit dem Außenriss. Ja, hat sich gut zwischen Koch und Skiri durchgedreht, aber etwas zu hoch angesetzt. Wäre aber ein guter Abschluss gewesen, muss man auch mal sagen. Und dann, ey, was für eine Ecke. Mamou springt ihn natürlich. Und wie der rein springt. Alter, was war das für eine Granate? Ich glaube, wirklich Nübel den Arm nach oben macht, dann geht der Ball durch die Hand durch. Keine Ahnung. Das war eine Granate, dieser Kopfball. Holy moly, richtig. Richtig und ja, unterhaltbar für Nübel. Ganz ehrlich. Selbst wenn er da steht, so kann er gar nicht die Arme nach oben reißen, glaube ich. Und wenn, ist es dann eine exzellente Parade, eine Weltparade. Und die Eintracht hatte dann auch, ja, wie gesagt, die einzelne Führung und noch nicht genug. Denn Dina Bimbe hat nochmal von der Strafraumkante die Möglichkeit gehabt und hätte fast kurz darauf Nübel nochmal geschlagen, hat nicht viel gefehlt. 5:2-0, da war es 0:1. Aus uns, also aus Stuttgarter Sicht, vom Ergebnis bei Plateau, gesagt, war nicht in Ordnung. Für Dina Bimbe war dann Schluss, Knauf kam, positionsgetreu. Ich würde nicht sagen, dass es von leistungstechnisch war, sondern einfach Knauf, frischer Wind, taktisch und so weiter. Schnelligkeit, bumm. Dann ging Larsen zu Boden und hat ja Behandlungspause gefordert. Ja, war dann in Ordnung, ist glaube ich ja böse gefault worden, hat auch Schmerzen, ich glaube deswegen wurde er auch ja aus gewechselt, für den ging es nicht weiter und ich will mal festhalten, wir haben in Unterzahl gespielt und haben das 2:0 gemacht. Grüße gehen raus der Mönchengladbach. Nee, aber ernsthaft, wir haben in Unterzahl mal wieder das Tor gemacht. Ja, es war
Nein, Theat war nicht schuld, nein. Muss man ganz ehrlich sagen. Theat war aber ganz nah beim Jubel dran. Aber Lars war noch draußen, Götze hat sich dann bereit gemacht, stand noch schon draußen. Und eiskalt zugeschlagen. Mamouche behauptet den Ball und nimmt Knauf mit. Und Knauf dann von der Mittelfeldlinie, sag ich ja, von Linie, bumm, schießt in die Mitte. Und Brown kann ihn einschieben. Letztes Mal 3 Meter, heute aus 5 Metern. Also, wenn ihr das Video seht, gestern aus 5 Metern. Perfekt. Bumm. Bin ich gut. Einfach nur geil. Wie gesagt, dann kam Götze für Larsen und das war wieder 11 gegen 11. Und kurz darauf, Mamouche. Ey, wir haben drei Spiele in Folge ein Freistoßtor. Alter, wir haben jetzt wirklich mehr Freistoßtore als in den letzten 10 Jahren zusammen. Ja, was war Piasson? Okay, wir haben 3. Wir hatten das Ding gegen Straßburg, dann hatten wir das Ding, wo war es denn? War es in Union Berlin? Wo Kostic den auch gemacht hat? So ganz überraschend. Und Piasson wurde mir gesagt, und das war in der Saison, ich glaube 14-15 war das. Lucas Piasson. Ja? Jetzt ist die Frage natürlich, wenn das in der am Anfang der Saison war, dann kann es sein, dass es schon außerhalb der 10 Jahren ist, ne? Wenn es im Oktober passiert ist, nicht mehr in den 10 Jahren drin. Aber 3 Spiele in Folge mit einem direkten Freistoßtor. Das haben können nicht viele von sich behaupten. Die haben jetzt vor kurzem Statistik gemacht mit 2 Toren. Ne? Klar, Ronaldo, Messi etc. dabei. Wer ist jetzt bitte, und auch große andere Namen, wer ist jetzt bitte bei den 3 Freistoßtoren hintereinander dabei? Na, da können sie nicht mehr so viele mithalten. Das heißt, der Kreis wird kleiner und das Geld wird größer. Die Ablöse, muss man auch mal sagen, weil er wird im Sommer definitiv weg sein. Nübel macht sich noch lang, aber kommt nicht mehr heran. Und so war ja die gute. Ich weiß nicht, was in der Halbzeit da besprochen wurde, aber von Stuttgart hast du bis dato nichts gesehen. Und das kommt diese 68. Minute, 67. Minute, wo ich nicht verstehen kann. Okay, ja, es war und ich mache keinen Vorwurf, aber solche Dinger müssen trotzdem rein, ja? Und er macht das eigentlich ja gut. Er macht das nicht arrogant wie manch andere mit dem Lupfer, kein Problem als Giri, aber trotzdem danach auch. Ja, halb links taucht er wirklich auf und ja, komplett frei vor Nübel. Schießt aber leider diesen an. Ja, ich meine, Nübel ist auch kein schlechter Torwart. Und dann kommt Mamouche noch an den Ball. Ja, der zu lange gezögert hat. Das fragt mich auch auf. Schieß doch einfach. Wenn du eine Ecke bekommst, ist da auch gut. Aber ja, dann auf spitzen Winkel. Dann den Torwart angeschossen. Da war nicht mehr möglich aus diesem Winkel. Ja, dann hat er versucht, die Ecke rauszuholen. Aber davor muss er machen, wenn er einen besseren Winkel hat. Davor, vor dem langen Warten. Vielleicht schießt du dann irgendwie rein. Oder Stuttgart hält den Fuß rein. Dann geht das Eigentor. Ist mir egal. Machst du, wie gesagt, machst du da das 4-0, dann ist das Ding durch, komplett durch. Ich glaube nicht, dass Stuttgart dann nochmal zurückkommt. Und ist auch gut für die Tordifferenz, wie erwähnt. Wir gucken mal, was die Tordifferenz sagt. Stand jetzt, wo bemerkt, mit diesem 3-2, haben wir eine plus 10. Genauso wie Leipzig plus 10. Unter uns Leverkusen plus 5, Freiburg plus 2, Union plus 1, Dortmund 0. Und dann Bremen minus 4, Gladbach plus 1 und so weiter, Mainz plus 1. Ja, ist ja klar. Aber wenn du das 4-0 machst, als Beispiel, also ich will nicht sagen, dass wir dann auch 4-0 gewonnen hätten, aber vielleicht 4-2 oder 4-1 oder keine Ahnung, vielleicht machen wir das 5-0. Man weiß ja nie, wie das Spiel ausgeht. Ne? Also ich traue nicht an Stuttgart noch 4-2 schon. Aber dann hast du ja gleich hier eine plus 13 stehen oder eine plus 12. Ja, es sind nur 2 Tore, aber die 2 Tore können am Ende viel, 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 viel ausmachen. Wirklich sehr, sehr viel. Das kann dir nachher zwischen
Champions League und Europa League vielleicht das entscheidende Faktor sein. Man weiß es halt nicht. Nichtsdestotrotz, ja, war das so, glaube ich, der Hallo-Wach-Effekt für Stuttgart, weil dann fingen sie an auf einmal zu spielen. Er hat mal Demirovic die Latte wackeln lassen. Kurze Ablage. Also ich glaube, ich weiß, ob es Latte war oder oben das Lattenkreuz. Ich glaube, es war fast das Lattenkreuz. Einfach nur hergeschaut, Trapp hätte nichts machen können. Kurz darauf dann wieder Führig auch. Exzellent gehalten von Kevin Trapp. Vielleicht ging es nach dem Spiel auch um diese Parade, wo Führig teilweise an Trapp verzweifelt ist. Dann war Trapp komplett geschlagen und Knauf wirklich irgendwie zu 3 Meter vor der Linie irgendwie mit einem, ja, mit einem Unterschenkel dran, dass er noch nicht reingeht. Und generell haben wir jeden Ball da geblockt, ja. Jeden Ball. Da ist kein Ball mal durchgerutscht. Und das muss ich auch mal positiv ansprechen. Wir kriegen meist viele Tore aus der zweiten Reihe, weil wir so gut verteidigen. Und wie oft ist der Ball durch Freund und Feind gegangen? Diesmal aber nicht. Und nein, das 1-3 ist nicht durch Freund und Feind gegangen. Das war was anderes. Aber wir haben immer den Ball geblockt, konnten ihn klären. Und einmal ist er durchgekommen. Da war aber auch komplett alles frei, also nicht durch Freund und Feind. Und dann war Knauf da und hat sich aber auch abgefeiert und völlig zu Recht. Das sind Emotionen, die wir sehen möchten. Nicht so, ja, ich habe den Ball geklärt. Jawohl! So eine Reaktion möchte ich sehen. Und so eine Reaktion hat er auch gezeigt. Genau so nämlich. So muss das nämlich sein. Da weißt du, da ist viel Bock drin, viel Motivation etc. Und stand immer noch 0-3. Und dann kam 86 Minuten das Tor von Wang Nomann. Ja, immer wieder geblockt worden. Dann kommt der Ball dahin. Ist noch gescheitert worden, Hendrik zuvor. Und ja, Führig nimmt dann so eine Flanke, die weite Flanke mit, legt auf Führig ab, auf Wang Nomann ab. Ja, mit Linksschuss und der wird noch minimal abgefälscht, muss man sagen. Ja, Theater ist da reingesprungen. Jetzt kann man Theater keinen Vorwurf machen, weil er speist sich wirklich mit allen rein, was er will. Ne? Ich meine, klar, unlucky, dass er so scheiße abfällt, dass er so hoch springt und hinter dem Trapp rein. Ja, passiert. Aber trotzdem, es ist 86. Minute. Du hast noch 2 Tore Vorsprung. Das darf nicht passieren. Und wir hatten vorne hat keine Möglichkeit mehr. Und dann denke ich mir, wir müssen doch vielleicht noch irgendwas machen. Aber das Problem war halt, wir haben das Wechselkontingent ausgeschöpft. Wir konnten nichts mehr machen. Wir konnten halt nichts mehr machen. Und das war das Problem. Hätte ich mal Tanovic für Braun eingewechselt? Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber Marmoush, ja, ich weiß nicht, ob man ihn angemerkt hat, dass er platt war. Bei der Auswechslung von Matanovic, aber er muss ein Zeichen geben. Also wenn Marmoush wirklich so platt ist, musst du das Zeichen geben, Marmoush, und sagen, hier, ich bin platt, ich muss raus. Aber vielleicht war Brown auch so platt und ist deswegen raus. Aber der ist viel hin und her gerannt, also einfach nur einen fetten Respekt. Ja, Woltemar hatte, wie gesagt, dann mit dem 2-3 wird gut angespielt, stellt so einen Körper rein, zwar aus der Drehung, trifft den Ball aber nicht richtig, aber kullert halt trotzdem rein, lang genug. Und ja, wir haben den Ball nicht rausgehauen, das ist einfach kacke gewesen. Musst du raushauen. Dann, ja, JP, wie sie mit Zeit spielt, hat einen Einwurf, steht in der Zeitlinie mit einwerfen und ach nee, weißt du was, ich werfe zu meinem Kollegen. Boom, rüber. Ja, die Gelbe ist komplett verdient. Ja, Marmoush hat nochmal abgezogen. Aber kein Problem für Nübel. Dann, ja, muss man sagen, wurde Theat, ja, Schmerz. Hat Schmerzen. Ja, wahrscheinlich war es Zeitspiel. Aber es war
hasse ich. Der Betreuerstab hat dann zu sehr echauffiert, muss man sagen. Das zieht dann ja eine Verwarnung nach sich für irgendeinen Betreuer. Also ich kann nicht sagen, wer es war. Dann hat nochmal Stuttgart eine Chance mit Touré. Tutta ist runtergefallen. Und ja, wie Touré da, das verstehe ich nicht. Also der ist auf, man muss sagen, Tutta ist auf allen Vieren, ne? So auf Knien, nicht mehr auf allen Vieren, auf Knien. Es wird geschossen, der Ball geht nur zwischen die Beine, ne? Und dann in Seiten aus und die fordern da ein Handspiel. Und da fänge ich mir, und das ist ein Skandal auch teilweise, aber es ist so Unart, wenn du zu 100% weißt, da war keine Hand dran. Was ist dein Begehr? Was willst du damit bezwecken? Selbst hoffst du, dass er ihm pfeift, dass dann gecheckt wird und dass er dann zurückgenommen wird, das ist doch wesentlich schlimmer für die Moral, für die Fans etc. Natürlich. Und vor allem bringst du die Fans auch noch in eine falsche Richtung auf. Ja, ich weiß, man passiert mir aus falsche Emotionen, aber für mich war das deutlich kein Hand. Also ich bitte dich, man kann manchmal was falsch sehen. Gerade aus der Drehung oder so. Aber das war für mich deutlich ganz klar keine Hand. Dann sag ich immer, komm, mach weiter. Auf jeden Fall hat dann Buck von Frankfurt eine rote Karte gesehen. Aber ich glaube, das war nach dem Tor von Stuttgart, meine ich. Nach dem irregulären Tor. Ja, denn 5 Minuten waren angezeigt. 95 plus 3, 60 Minuten, also 5,5 Minuten waren weiter. Und dann zeigt er hoch, 1 Minute. Das habe ich auch in der ersten Reaktion gesagt. Und ja, bei 10 Sekunden noch, bei 6 Minuten 20, hat der Kommentator bei Eintracht TV gesagt, hier Leute, ja, er hat zwar ja die Minute schon oben. Dann, nee, habe ich mir gedacht, nein, es sind nur 10 Sekunden. Bei 5:30 hat er das angezeigt. Und dann kommt diese letzte Aktion. Ja. Der kommt natürlich auch perfekt an, wird gut weitergeleitet. Das sind die Dinge, wenn du dann dran gehst und dann vielleicht. Du willst auch nicht zu sehr hinten stehen, willst dann an den Ball gehen und springst vielleicht zweimal so vorbei. Und dann kommt so ein Ball, der dann vielleicht noch ein bisschen hüppelt und dann ein bisschen über die Linie geht. Und das reicht ja so minimal über die Abwehr. Du möchtest dann gehst du auch nicht mehr richtig hin. Weil du möchtest ja auch nicht in der letzten Sekunde für den Elfmeter sorgen, sondern du siehst den Winkel und hoffst einfach, okay, Trapp hält ihn vielleicht, oder vielleicht halte ich meinen Fuß noch ein bisschen rein. Du gehst aber nicht richtig in den Zweikampf, sondern du wirfst dich eher in den Schuss. Du machst das Bein lang für den Schuss. Du gehst nicht auf den Ball, sondern du willst den Schuss nur blockieren. Weil das, in der Situation gehst du nicht richtig in den Zweikampf mehr rein. Du möchtest auch nicht kurz vorher so einen unnötigen Freistoß haben. Du bleibst halt nah am Gegner dran und daher ist es auch, kann ich ja verstehen, dass das nicht verteidigt worden ist. Bin ich ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, wie erwähnt, Führig lässt die Schwaben komplett zu Stall gehen. Führig mit dem Tor, wahrscheinlich haben die sich deswegen auch getroffen nochmal, ganz am Ende. Trapp und Führig gar nicht davor, sondern wegen dem Tor. Ja, Chapeau verlängert mit dem Kopf. Und ja, Woldemade hat die Fußspitze noch dran. Und dementsprechend kam der Führig durch. Aber, ja, lässt der Woldemade den durch. Ich weiß, ob er dann ankommt. Durch die Fußkontakt minimal ist. Dann Führig schon dran. Es war eng. Und ich habe schon geguckt und dann guckt sie also ein bisschen auf die Rasenfläche, wie die gemäht ist. Dann siehst du, boah, doch. Das sieht schon sehr nach Absatz aus. Wir wissen aber, der Kamerawinkel kann man täuschen. Aber es war dann schon, du hast das schon ein bisschen vom Rasenfläche schon gemerkt. Weil manchmal siehst du es ja, okay, das wird wirklich sehr eng. Durch die Kamerawinkel siehst du ja, okay, der ist ein bisschen weiter vorne, aber es ist ja so schief.
Aber da hast du es schon wegen der Entfernung der Rasenfläche schon ein bisschen gemerkt. Ich mache es auch ab sofort, dass ich da mit Lineal so hingehe und dann mal teste. Nein, habe ich nicht. Aber lustig. Und dann wurde zurückgenommen. Und ja, das war dann auch sozusagen die letzte Halleck-Aktion, weil dann ist nichts mehr passiert. 2 zu 3, fast 3 zu 3. Und wie gesagt, das muss ein Hallo-Wach-Effekt sein, dass mir halt niemals, vor allem gegen Stuttgart, und das hat wieder bewiesen, warum Stuttgart so gut ist. Stuttgart ist aktuell Elfter mit 13 Punkten. Ja, aber es sind nur 3 Punkte weg von Platz 6, ne? Will ich auch mal erwähnen. Also da ist noch nichts offen. Man muss aber auch sagen, wenn man nach unten guckt, sind die auch nur 5 Punkte entfernt. Die sind näher an der Relegation dran als an die internationalen Plätze. Aber ich glaube, Stuttgart wird niemals im Leben da unten reinrutschen. Tut mir leid, das sehe ich zig Teams schlechter. Bochum, Kiel, Pauli, Hoffenheim sehe ich definitiv schlechter. Ich sehe auch Augsburg schlechter. Heidenheim ist so ein Ding. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir wissen auch, was manchmal Heidenheim bewirken kann oder was sie schaffen. Ne? Muss man auch mal erwähnen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die internationalen steil gehen. Bringt aber auch nichts, wenn du absteigst dann. Ne? Natürlich Big, Big Points, natürlich am Ende auch glückliche Punkte. Also an alle Stuttgarter, die jetzt vielleicht bis zum Ende auch noch gehört haben oder nicht gehört haben. Tut mir leid, es Millimeter, Zentimeter können manchmal entscheiden. Ich weiß, laut Horst Held von Union Berlin wäre das kein Abseits gewesen. Ne? Ist ja klar. Hat das Tor erzählen müssen, weil es ist ja war ja ein knappes Abseits, deswegen ist es kein Abseits. Wie kann man nur so eine Scheiße labern? Nicht ich! Nicht ich! Es ist scheißegal, ob 1 Meter oder 1 Zentimeter Abseits. Abseits ist Abseits, lieber Horst Held. Es ist auch scheißegal, ob ich ein Rennen mit 1 Kilometer oder mit 1 Meter Vorsprung gewinne. Ja? Gewonnen ist gewonnen. Der Typ bei Olympia, beim Triathlon, der noch vor der, mit seinem Fahrrad die Pose vom Eiffelturm gemacht hat, der hat auch Gold gewonnen. Warum hat er Gold gewonnen? Klar, der hat eine Stunde gefühlt Vorsprung gehabt. Hätte er Gold gewonnen, wenn das ein Fotofinish gewesen wäre? Ja, er hat auch Gold gewonnen. Hat er mehr gewonnen? Nein, hat er nicht. Aber er hat ein legendäres Foto. Und das ist natürlich mehr wert. Aber das legendäre Foto hat Horst Held auch. Das kann sich nämlich einrahmen, weil es abseits war. Ha! Entschuldigung, musste mal sein. Ich muss gegen solche dummen Aussagen muss ich einfach schießen. Ich habe die Interviews von Stuttgart noch nicht gehört. Ich bin mal gespannt. Aber von Stuttgart, und da bin ich ganz ehrlich, hört man ja eigentlich bodenständige Sachen. Das ist der Unterschied zwischen Dortmund zum Beispiel. Dortmund. Der Schiedsrichter ist schuld und der Platz und das Wetter. Und dann haben die Sterne falsch gestanden. Und mein Horoskop hat heute was Böses ausgesagt. Deswegen haben wir verloren. Ja, sowas. Aber, und Grüße gehen raus an Dennis Undorf zum Beispiel. Wenn ich bedenke, was Dennis Undas auch teilweise direkt nach dem Spiel für reflektierende Interviews macht. Ja, ich weiß, Frankfurt Stuttgart können sich merken, wenn nicht leiden. Ja, aber was der für reflektierende teilweise macht, Interviews. Respekt. Und es sieht auch die meisten Sachen richtig. Ich mache keinen Spieler einen Vorwurf direkt nach dem Spiel, weil Emotionen, du nimmst das falsch wahr, etc. Und klar, du siehst vielleicht jetzt eine Szene anders, also anders als am nächsten Tag. Aber dennoch, Stuttgart hat bewiesen, warum sie letztes Jahr Vizemeister waren. Stuttgart hat bewiesen, warum es immer noch ein Top-Team ist. Stuttgart hat bewiesen, warum sie schon spielerisch zu den Top 6 gehören, in meinen Augen. Und für mich gehört Stuttgart nicht nur, weil sie gegen Dortmund gewonnen haben, auch spielerisch ganz klar vor Dortmund. Klar, die Tabelle sagt es nichts aus, es sind auch nur 3 Punkte. Dennoch fetten, fetten Respekt an Stuttgart, vor allem für das Comeback. Niemals aufgeben, fast belohnt worden und mit solch einer Einstellung, mit solch einer Leistung sollte auch in dieser Saison viel
für Stuttgart möglich sein. Egal ob national oder international. Und mit viel möglich sein meine ich halt schon, dass man in der Liga halt klar nicht irgendwie nochmal Vizemeister wird, obwohl es wie gesagt nur 8 Punkte auf Platz 2 ist. Sondern damit meinte ich halt, doch, es ist wieder europäisch drinne, bin ich ganz ehrlich. Und wer weiß, was im Pokal möglich ist. Hey, die spielen in Regensburg. Die können das Viertelfinale-Ticket buchen. Eventuell. Klar, Regensburg ist kein Selbstläufer. Aber die haben ja auch gegen Schalke jetzt bewiesen. Holy shit, waren die gegen Schalke auf Schalke schlecht, Regensburg. Holy shit. Also die werden so bodenlos untergehen. Also ich habe nicht gedacht, dass sie so scheiße sind. Also kein Disrespekt gegen Regensburg. Und das Gute ist für Stuttgart, die haben auf ihrem Weg vermeintlich nur noch 2 starke Konkurrenten. Entweder Bayern oder Leverkusen oder RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Dass ich als Eintracht Frankfurt als starken Konkurrenten sagen darf. Ich komme immer noch nicht drauf klar, was da in den letzten Jahren passiert ist. Es ist ein absoluter Fiebertraum. Es ist ein absoluter Traum, auch für Stuttgart-Fans. Spielen 3 Jahre um Abstieg, retten sich in Relegation oder einmal, retten sich einmal so hier in der Nachspielzeit. Ne? Und dann spielen die Champions League, werden Vizemeister. Was ist das für eine kranke Geschichte? Also ich meine, da können wir uns doch die Hand geben, dass das ein absolutes geile Feeling ist. Muss man auch mal sagen. Es ist einfach nur geil. Aber wer weiß vielleicht. Ey komm, Frankfurt-Stuttgart-Finale. Okay? Treffen wir uns im Finale. Und nicht bitte wieder im Halbfinale irgendwo. Das war auch schon sehr, sehr bitter. Ja, damals das Halbfinale. Okay, dann geht es vielleicht in die Verlängerung. Der Spieler muss auch irgendwann rein. War es 11 Meter? War das irgendwie das Tor, da bekannt wurde? Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Dann geht es ja in die Verlängerung etc. Wäre auch noch bodenlos gewesen, Alter. Ja, aber wie gesagt, vor Stuttgart kann man nur den Hut vorziehen. Einfach Einstellungen, wenn die so dranbleiben, werden die auch wieder in den Top 6 landen. Und ich traue auch Stuttgart diese Saison national viel zu international. Ich kann Stuttgart wirklich. Fangen sie an zu ballern. Wehe. Gib mir noch die eine Minute, damit ich hier noch was zu Stuttgart sagen kann. Was die Champions League betrifft, da hoffe ich natürlich, dass sie noch über den Strich kommen. Aber es ist ein Sieg, das sollten sie schaffen. Also ein Sieg Rückstand. Aber eigentlich ist es ja nur ein Punkt Rückstand. Aber trotzdem müssen sie halt die Tordifferenz holen und so weiter. Die haben auch schon harte Gegner gehabt. Ich meine gegen Atalanta, Top-Team. Aber die vermeintlich einfachen Spiele kommen jetzt ja bei Real Madrid gespielt, gegen Juve. Die hatten ja jetzt die bockschweren Teams, ne? Aber jetzt kommen die Spiele. Roter Stern. 0 Punkte, 4 zu 16 Tore. Da muss ich bei Roter Stern, auch wenn es schwierig ist bei Roter Stern, von der Stimmung. Dann spielst du zu Hause gegen Young Boys Bern. Musst du gewinnen zu Hause, sind wir ganz ehrlich. Dann bei, auch nochmal, das man auch nicht unterschätzen, Slovan Bratislava, auch 0 Punkte. 2 zu 15 Tore. Das sind 3 Spiele, die du eigentlich gewinnen musst. Also, ja, Roter Stern klammere ich vielleicht noch ein bisschen aus. Roter Stern, ich meinte Young Boys, weil sie können es manchmal. Ja, und am letzten Spieltag gegen Paris, okay. Das ist natürlich bitter. Am letzten Spieltag gegen Paris. Aber was ist das möglich? Paris hat auch nur 4 Punkte aus 4 Spielen. 3 zu 5 Tore. Muss ich mir vorstellen. Aber stell dir mal vor, Stuttgart gewinnt am letzten Spieltag gegen PSG und haut die aus der Champions League. Alter, bitte macht das. Also wäre ich Fame und hätte ich viel Geld, würde ich mir dann ein Trikot machen von VfB Stuttgart mit Kole Muani hinten drauf. Ich schwöre es euch. Ach, scheiße, Alter, ist das geil. Bitte Stuttgart, haut die aus. Aber wie gesagt, ihr könnt aus den 4 Spielen, wenn Stuttgart da 9 Punkte holt, oder sieben Punkte könnte eventuell auch reichen für 24, für die Top 24. Aber wenn man bedenkt, dass Stuttgart 4 Punkte hat und der 8.
Punkte, 9 Punkte. Boah, ich glaube, selbst wenn Stuttgart alles gewinnt, 12 Punkte holt, haben sie 16. Das wird nicht reichen, da oben. Glaube ich nicht. Aber das Wichtige ist Top 24 und das schafft ihr. Mit solch einer Leistung und solcher Einstellung werdet ihr das schaffen. Punkt. Toi, toi, toi. Ich bin zufrieden. Wir gehen jetzt natürlich nochmal auf die Aufstellung. Machen wir Spielerbenotung noch. Alter, wird das lang. Wir haben 40 Minuten, 35 Minuten. Machen wir natürlich noch die Spielerbenotung. Wobei manche schwer sind. Also natürlich nur die Eintracht-Benotung. Ihr könnt aber gerne auch für die Stuttgarter die Benotung machen. Wobei ich sagen würde, führe ich ganz klar. Mit oben mit dabei, Demirovic auch. Milo. Ja, einige böse Fouls, muss man auch blöde Fouls, nicht böse, aber auch blöde. Ja, da, hat da hinten außen die gelbe Karte bekommen. Wäre aber niemals im Leben, glaube ich, so reingegangen, wenn er die gelbe schon gehabt hätte. Fangen wir Trapp an, ja, konnte an den Gegentoren nichts machen. Beim ersten blöde abgefällt, beim zweiten, ja, kommt er raus, der Ball geht irgendwie vorbei. Aber ansonsten gut gehalten, Elfmeter gehalten. 2,25, also die Mitte zwischen 2 und 2,5. Der hat gutes Spiel gemacht, das eine Tor abgefälscht, kann er ansonsten stabil gewesen. 2,5. Koch, boah, habe ich kaum wahrgenommen. Aber ich glaube, das eine war nochmal gut reingestellt. Also nicht wahrgenommen heißt nicht böse gemeint, sondern heißt, ich habe keinen Fehler in 6. 2,5 auch. Tuta. Ja, hat sich da sehr, sehr aufgeregt. Blöd. War dementsprechend teilweise ja dann gehemmt. Hat es aber gut gemacht. Auch 2,5. Und Collins. Einige Läufe gemacht. Ich gebe die komplette Abwehrreihe 2,5. Ne? Ich würde sagen, ich habe noch nebenbei ein bisschen auch was hier gemacht. Also ich habe geguckt, aber ich kenne das ja Haushalt etc. Und so weiter. Larsen und Skiri. Ja, Larsen. Ja, so lala. Ich glaube, hier eine 3 geben. Skiri, ach, 2,75. Dina Mbimbe, gute Chance hinten gehabt. Den einen oder anderen Ball aber weitergeleitet. Auch 2,5. Brown. Ja, gutes Tor, gut gespielt. Hat die eine große Chance nicht genutzt, schießt dann ihn eher an, aber er ist jung. Kann man das als Fehler sehen? Man muss auch sagen, er hat die Chance gut rausgearbeitet, mit einem guten Laufweg. 1,75. Equität 2,25 in dem Sinne, weil er hatte schon einige Ballverluste drinne. Bin nicht ganz ehrlich. Aber hat das Tor gemacht, buchstäbliches Ding. Und dann dieser Sprung Brust an Brust. War auch gut. Und last but not least, Marmoush, was von der Startaufstellung betrifft. Für mich, ich gebe ihm die 1. Weil wenn ich 1,5 mache, ist es nicht fair, weil Brown war gut, aber Marmoush war stark an allen Toren beteiligt. Also am ersten Tor natürlich direkt, dann das Freistoßtor natürlich auch, aber das dritte Tor halt von der Eintracht war auch, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, dass du, ich meine, er war mit dran beteiligt, nicht direkt als Scorer, aber trotzdem dennoch da beteiligt gewesen. Und mit dritten Tor meine ich selbstverständlich nicht das dritte Tor, was gefallen ist, sondern eines von den drei Toren. Weil das dritte Tor war ja das Freistoßding. Knauf. Ja, Knauf ist für mich auch eine 2. Einige Laufwege. Vorne viele Akzente gehabt. Aber für mich, obwohl, für mich ist das ich meine, er hat 45 Minuten gewesen, ne? Muss man sagen. Aber auf der anderen Seite hat er Knauf das Tor vorbereitet. Er hat das Gegentor verhindert da.
Das ist nicht eine 2,0. Das ist für mich, für die 45 Minuten Leistung, wie er geackert hat und hier und da auch mal und auch eine gute Grätsche gemacht hat, das ist für mich auch eine 1,5. Doch, ich gebe eine 1,5. Komm auf, hey, komm. Götze für Larsen. Ja, Götze ist so einer, den siehst du manchmal nicht, aber der ist ungemein wichtig für das Spiel. Hier gebe ich einfach mal 2,25. Und ansonsten Bajoha, Chaibi und Matanovic nicht bewerten. Bajoha 12 Minuten, Chaibi 12 Minuten. Matanovic 5 Minuten plus Nachspielzeit. Kann alle nicht bewerten, trotzdem spitzenmäßig. Aber eure Meinung jetzt mal gerne in die Kommentare rein, sagt Arrivederci. Vielen Dank fürs Einschalten, bis dahin und ciao. Ciao.